Schritt für Schritt. Ich setze einen Fuß vor den anderen. Ich gehe und gehe und gehe. Nichts anderes, ich tue nur das. Im Labyrinth gehst du den Weg des Lebens. Es geht voran und dann hast du wieder das Gefühl, es dreht sich alles im Kreis. Einmal bist du fast in der Mitte und dann findest du dich wieder ganz außen vor. Es gibt keine Abkürzungen und es gibt auch keine Verlängerungen. Es gibt nur den Weg und den gehst du Schritt für Schritt. Lass dich auf die Gegenwart ein und lass dich von der Gegenwart deines Lebens führen. Es gibt nur dieses konkrete Leben. Kehrt um, heißt es im Evangelium, das Reich Gottes ist nahe. Öffne dich der Gegenwart deines Lebens und gehe die Kehren und die Windungen, die geraden Wege und die Schleifen. Denn jeder Schritt ist ein Schritt ins Leben, dem Reich Gottes entgegen, dem Leben, das dir zu Füßen liegt.